herzlich willkommen auf meinem Kanal und schön, dass ihr heute eingeschaltet habt. Wie ihr vielleicht schon am Titel erkennen konntet, geht es heute darum, wie man sich ganz einfach Locken über Nacht zaubern kann und das ganz ohne Hitze. Das ist das Endergebnis und ich bin super zufrieden damit, weil die Locken wirklich sehr schön definiert sind und auch extrem lange halten. Also falls ihr gerne wissen möchtet, wie das funktioniert, dann bleibt gerne dran und ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß bei dem Video. Nur so zur Info, meine Haare sind von Natur aus eigentlich komplett glatt. Ich weiß, ich habe derzeit ein paar Wellen drinnen, aber es liegt daran, dass ich gestern auch so eine Art Overnight Beachy Waves mir gemacht habe. Deswegen sind die jetzt ein bisschen welliger. Und ich fange jetzt auch gleich mal an. Also ich habe mir einen Mittelscheitel gezogen. Normalerweise habe ich die Haare eher so seitlich. Nur ich finde, das Ergebnis ist mit einem Mittelscheitel einfach am schönsten. Einfach, weil sich die Wellen dann gleichmäßig verteilen. Und das Einzige, was ihr für diese Locken heute braucht, ist ein Tuch. Also ich habe einfach so eine Schale hier genommen. Aber ihr könnt natürlich auch zum Beispiel einen Bademantelgürtel nehmen. Das habe ich jetzt sehr, sehr oft auf Instagram und YouTube gesehen. Oder ihr knotet einfach Socken zusammen, das funktioniert auch. Und natürlich gilt hier, je dicker der Schal ist oder was auch immer ihr verwendet, desto größer werden die Locken. Je kleiner der Schal oder was auch immer, desto kleiner werden die Locken. Und das beste Ergebnis erzielt sie wirklich, wenn ihr feuchte Haare habt, also nicht komplett nass, weil das dann ewig dauert, bis sie trocknen. Aber überhaupt bei mir funktioniert das bei trockenen Haaren überhaupt nicht. Deswegen verwende ich da einfach so ein bisschen Wasser. Ihr könnt das natürlich auch nach dem Haarewaschen machen, das bietet sich auch sehr gut an. Und ich kämme den nur ganz leicht mit dem Tangle Teaser durch, damit auch wirklich alle Haare richtig schön feucht sind. Und als nächstes verwende ich dann immer ganz gern einen Schaumfestiger. Das ist eben deshalb, weil meine Haare sehr, sehr glatt sind und die Locken dann einfach noch besser halten, wenn ich den verwende. Aber wenn ihr zum Beispiel von Natur aus schon Naturwellen habt oder eure Haare viel strukturierter sind, dann könnt ihr den ruhig weglassen, also dann reicht Wasser vollkommen aus. Und ich bürste da wirklich nur ganz leicht nochmal durch, damit sich der Schaum auch gut verteilen kann. Und danach gebe ich einfach das Tuch so auf die Mitte meines Kopfes und ich befestige das Ganze mit so einer Klammer, einfach damit das Ganze nicht verrutscht. Ihr könnt natürlich auch Bobbypins oder sonstige Klammern verwenden. Und zuerst widme ich mich dieser Seite hier und als allererstes nehme ich hier eine kleine Haarpartie, so ungefähr in der Größe. Und leg die über das Tuch drüber so, und gebe die unten wieder durch. So. Und danach nehme ich eine weitere Haarpartie, ungefähr in der gleichen Größe, und leg die zu der ersten Haarpartie hinzu und wickel das Ganze wieder um den Schal. Und dann mache ich das Ganze nochmal. Schaut dabei, dass ihr immer circa gleich große Haarpartien nehmt, weil sonst werden die Wellen bzw. Locken unterschiedlich von der Größe her. Kann auch sehr interessant aussehen, aber wenn ihr ein ebenmäßiges Ergebnis haben wollt, würde ich euch eher dazu raten, gleich große Haarpartien zu verwenden. Und die gebe ich auch wieder hinzu und wickele das Ganze wieder um den Schal herum. Und ich schaue auch dabei, dass ich diese Partie, die ich da drum wickle, immer bisschen fester ziehe, damit da nichts zu locker ist. Und grundsätzlich ist es so, je kleiner die Haarpartien sind, desto kleiner die Locken, je größer die Haarpartien sind, desto größer die Locken. Und ich gebe wieder die Haarpartie hinzu und gebe die über den Schal und bin wieder an der Vorderseite angelangt. Und dann habe ich hier noch die letzte Haarpartie, die ist schon wieder etwas trocken. So. Und anschließend habe ich auf dieser Seite keine Haare mehr. Das heißt, ich wickle einfach die gesamten Haare um den Schal herum und ich nehme einfach so kleine Gummibänder, um das Ganze zu fixieren. Genau. Und dann lasse ich die Seite mal so und widme mich einfach der zweiten. Natürlich mache ich hier genau das Gleiche. Also zuerst kämme ich die Seite mal durch.
und sprühe das Ganze mit Wasser. Und dann nehme ich hier auch wieder so circa eine gleich große Haarpartie. Leg die über den Schal drüber. Nehmen wir ein paar Haare dazu. Leg das auch wieder drüber. Und danach drehe ich die gesamten Haare wieder rundherum und fixe das Ganze wieder mit einem kleinen Gummibändchen. Und danach drehe ich den Schal noch ein paar Mal nach außen, einfach damit das Ganze noch ein bisschen fester wird. Und danach lege ich das in eine Art Donut, so über mein Ohr. Und wickele einfach den Schal, beziehungsweise den restlichen Schal, drumherum. Und eigentlich würde das jetzt auch so ganz gut halten. Ich habe einfach den Rest bzw. das Ende vom Schal einfach da hineingestopft. So, danach nehme ich einfach diesen Clip hier raus. Also mir dauert es ca. 6 Stunden, bis die Haare dann komplett trocken sind. Ich gehe jetzt dann zu Bett und ich sehe euch dann morgen. So, ich habe heute die ganze Nacht mit dieser Frisur hier geschlafen und jetzt ist es Zeit, das Ganze auch zu öffnen, damit ihr dann auch das Ergebnis sehen könnt. Und ich versuche das so vorsichtig wie möglich zu machen. Und als nächstes entferne ich einfach die kleinen Haargummis. Und ihr könnt sehen, es sind Locken erkennbar, aber ich lasse das Ganze jetzt nicht so, also das gehört jetzt wirklich noch schön aufgeschüttelt. Das funktioniert am besten, wenn ihr einfach die Haare über Kopf gebt und dann ganz langsam mit euren Fingern durchkämmt. Nicht zu grob und nicht zu viel, weil wir wollen natürlich diese Locken nicht zerstören, sondern wirklich nur ein bisschen auflockern. Und zum Schluss fixe ich das Ganze noch ein bisschen mit Haarspray. So Leute, das war's jetzt auch schon. Jetzt wisst ihr ganz genau, wie ihr euch Locken über Nacht und ohne Hitze zaubern könnt. Ich hoffe natürlich sehr, dass ihr das Video hilfreich fandet. Falls dem so ist, dann gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben, abonniert auch sehr gerne meinen Kanal. Das ist natürlich kostenlos. Und ich bedanke mich immer ganz herzlich fürs Zusehen, wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Tag und wir sehen uns dann hoffentlich in meinem nächsten Video wieder.